So, willkommen zum 26. Let's Play von Dragon's Dogma. Ja, ich war mal ein bisschen und habe mal den Charakter ein klein bisschen aufgerüstet. Ihr seht ja, habe ich auf Gold gemacht, das war ja schon, das ging leider nicht weiter. Ja, nur der Dolch hat. Für das andere hatte ich die Materialien gerade nicht, für den Bogen. Ja, aber wenigstens für den Dolch. Ja, wenn man jetzt hier runterspringt, muss man kämpfen. Ja, und das wollen wir auch. Das sieht schon heftig aus, das Gebiet hier. Na, vorher müssen wir da durch. Ja klar, was soll das denn jetzt sein? Hä, greifen wir uns an? Ja. Was soll das denn? Greifen wir uns die Fassaden an? Ich muss den Stein ansprechen und dann kann man erst gegen den Drachen kämpfen. Da ist er schon, also. Das war viel zu schnell. Da ist der Urdrache als Zombie-Version. Der 2552. Hä, warum hier fast runter? Na, wo ist er denn? Sind jetzt ein bisschen komisch. Das war der mal nicht mal angekratzt oder sonst irgendwas. Die Jäger des Urdrachen, ja. Die sind schon auf Maxi hier. Na klar. Hä? Halt, was war da hinten? Ja, klar. Boah. Was soll denn das? Irgendwie ist er abgehauen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Nein, das ist das hier. Mal gucken, wer wieder kommt. Ich muss doch die Lazarussteine erst reinstecken. Das könnte auch sein. Und halt das hier nicht von der Seite kommen.
Ja. Dann stecke ich doch erstmal Lazarussteine rein. Diese Stelle da hinten. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Das war das Ding von da unten. Jetzt geht gleich mal hier unten hin, falls das Ding da wieder kommt. Oh, ja, ihr schafft. Ne, bei dem waren wir auch schon gewesen. Hier war es auch nicht. Das war ziemlich weit oben, war das, wo man die Lazarussteine reinsteckt. Ja, hier ist es doch. Ja. Oh ja, endlich, endlich habt ihr sie alle gefunden. Mit ihnen können ihr ein mächtiges Riff herausbeschwören. Dieses Riff, geschaffen mit der Macht der Lazarussteine, wird euch den weiteren Weg weisen, Vector. Ja. Ich fürchte, ihr werdet nicht mehr an diesen Ort zurückkehren können. Seid ihr bereit, auf euren Pfad weiter voranzuschreiten? Ah, ich glaube, das war das, wo man sich mit dem Schwert. Bin nicht sicher, wie man denn an den Drachen rankommt. Ah, oh, machen wir erstmal weiter. Ja. Bring diese Sache zu Ende, Vector, auf, dass die Welt durch eure Hand wieder ins Lot gebracht würde. Ja. Oh, das sieht aus, ey. Zack. Auftrag erfüllt. Ja, und wenn man da jetzt so reinspringt, dann kommt man leider nicht zum Drachen. Muss später nochmal versuchen, den Drachen zu machen. Ah ja, das ist die Sache. Endlich treffen wir uns, Vector. Ich werde keine Zeit mehr Retter zu schwenden. Besiege mich und nehme meinen Platz als Hüter ein. Ihr saht es am Ende eures. Ah, die gleiche Welt, die ihr bereit habt, um diesen Ort zu bekommen. Eine Welt, die ihr... Es ist einfaches Angebot, nicht anders als jenes, den ihr warnt. Ihr braucht nur den Willen, um zu nehmen, das euch gehört. Den Willen zum Überleben. Ja, klar. Obwohl der Sprung runter ist. You are here because you willed it, Arisen. That alone has brought you here.
Bedenkt es unendliche Potenzial. Ja klar, meinen eigenen Charakter. So wie ihr Fasan Befehl erteilt, befehle ich allen Leben einen Sein und Sein. Nehmt es göttliche Schöpfung, Gnade Menschen in der Göttinnen werden sucht. Das ist die kalte Wahrheit, die unbequeme Realität einer Welt ohne Barmherzigkeit. Die Welt und all ihre Bewohner sind nichts. In dieser Hinsicht nichts anderes als ein Fass, als die Fassade. Ohne Willenskraft gibt es die Welt stagniert, tot wie ein Meer ohne Strömung, die es leitet. Diese Willenskraft wird vom Kampf und Überleben angeleitet. Die Entscheidung, genau wie der euren zu kämpfen, genau wie die Fassaden in dem Befehl, Willen zu leben. Let us continue. Show that you are more than an empty vessel, animated by forces unseen. Show that the temper of your soul is strong enough to command far more than mere points. No. Show that your will here. Is fit to bind the crazy seven of this world and hold it fast. Fight tooth and claw. Struggle now and cling to life. Show that living holds worth enough to fight for. Oh, jetzt ist er besiegt. Oh, jetzt sich selber. Es ist Zeit, die Entscheidung zu treffen. Werdet ihr eure Recht als oder der Bruder zurückschreiten, Frieden der Vergangenheit? Wo sei es? Ein Fuß nach dem anderen kommt. Das ist, was Leben bedeutet. Wenn euch jetzt ab und werdet euch einen gnadenvollen Tod gewähren. Die Wahl ist eurer, Victor. Alleine eurer. Ja, kann man, es ist eine einfache Wahl, Victor. Schreitet voran oder weicht zurück. Nehmt stille Leere oder falschen Frieden, Kauf, falsches Leben. Ja, da kommt man jetzt so zurück und hier gleich an der Thron. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, einen von den Faden hatte ich schon gehabt. Dann werdet ihr den Frieden wählen. Auch das ist ein berichtigtes Schicksal. Bin mir nicht sicher, ob ich den hatte oder den hatte. Bin mir nicht sicher jetzt, oder? Ich nehme das jetzt, so. Warum macht ihr nicht ein Ende? Das ruhige Leben sollte deutlich öfters in Liedern gepriesen werden. Ja klar. Mercedes, ihr habt ein Zuhause, wohin ihr zurückkehren könnt. Na klar. Ziehen die überhaupt Schaden ab? Hm? Was greifen die an? Ah, jetzt. Ja, die ziehen was ab. Oh, hier der King auch noch. Ja, die kann man. Warum zögert ihr? Ja. Ihr habt etwas zu beschützen, nicht wahr?
dich auf anflehen, eine Rast einzulegen, doch meine Bitte wurde nur auf taube Ohren stoßen. Stattdessen bitte ich dich nur, uns nicht zu vergessen und dich hin und wieder an uns zu erinnern. Trina, ich war stets so voller Angst. Es schien, als könntest du jeden Augenblick zu einem Ort aufbrechen, an dem ich dir nicht folgen könnte. Es gab ja drei Enden, gab es hier. Wo er sich selber hinrichtet. Ja. Ihr seid nun nah, so nah bei mir. Kommt, Erweckter. Ich werde euch zu euren Bedingungen begegnen. Von meinen Gefährten aus eisen. Nun steht ihr am Ende, Erweckter, und eure Reise zum Abschluss. Die letzte Schlacht. Boah, es gab ja auch die Erfahrungspunkte. Boah. Und wenn wir ein paar sein sind mit bei. Sind die überhaupt alle bei? Ne, nur Jura. Boah. Erweckt er, vergebt mir. Was ich getan habe, tat ich um euch. Das ist das Schicksal aller Erweckten. Ihr und ich schwimmen in der Strömung wie auch der Rest. Jeder, der stellt die Willenskraft der Nächsten auf die Probe. Und endlos Kreis setzt sich fort. Bis eine neue Seele erscheint, die imstande ist, den Willen zum Leben zu gestalten, jemand wie ihr. Möge ihr die Welt bis zu jedem Tag gerecht anleiten. Ah, jetzt kriegt man das Schwert. Der Götterbanner. Ich übergebe euch den Götterbannklinger. Die, die Erweckte werden, um über diese Welt zu wachen, sind unsterblich, sicher durch den Kuss dieses Brandmals. Ich bitte euch, den neuen Trugschluss der Welt, es zu euren Erben. Freiheit zu gewähren. Gebraucht die Götterbannklinge. Frisch gekrönter Herrscher und Hüter der Unendlichkeit, gewährt mir nun diese eine Gunst. Das Feuer meines Lebens ist verglüht, bis auf ein Fleckchen gebt mir die Freiheit durch den Kuss der Götterbankinge. Den Truxus befragen. Was ist der Truxus? Was ist die Welt? Ihr
Ihr wünscht, trugt es, euer Wille ist es, die Welt antreibt, die Achse, um welche sie sich dreht und dreht, wird sie sich fortwährend Frieden, solange ihr Wille standhaft bleibt. Und ehe der Strom eurer Seele versiegelt, wenn ewiger Akt der Schöpfung aufgezehrt wird, ein anderer erwachen, ein neuer Erweckter wird seinen Pfad beschreiten und zu euch kommen, wie ihr zu mir kamt. Möget ihr bis zu diesem Tag die Welt gerecht lenken. Ich bin bezwungen, was meine Aufgabe vollendet. Nichts als ein hohles Gefäß verbleibt. Ich bitte euch, entlasst euren erschöpften Diener in die Freiheit, gewährt mir die Gnade. Guck mal, was passiert, wenn ich hier drauf gehe. Ja, klar. Ah, dann kommt wieder die Wiederholung. Beklagt mich nicht, denn die Befreiung ist mir lieb. Erst hat sie es rausgeholt, jetzt wieder zu guter Letzt bin ich der Ewigkeit ledig, der Unsterblichkeit, des grausamen, endlosen Frei. Ja, man kann das Ding auch bei sich selbst machen, aber das Ende hatte ich schon mal gehabt. Ja, jetzt kann man sich auf den Thron setzen, dann müsste das eigentlich das Ende sein. Lebt euer Leben als Truxas. Jetzt muss dann wieder Abspann kommen. Nee, doch nicht. Jetzt kommt die Sache noch. Das fand ich auch richtig geil, obwohl man Geist ist. Einfach nur geil. Die merken das noch nicht. Ja, wo kommt denn das denn her? Vom Geist besiegt worden. Oh, die Kneiner wurden schon wieder. Ich mach mal die Fenster zu. Ja. Hab mal das Fenster zu gemacht. Mal gucken, ob man die überhaupt da trinken kann, wenn man jetzt da so ist. Na klar. Das ist ja mal richtig geil. Man ist sogar unbesiegbar komplett. Oh, was war das? Was soll ich da jetzt machen, ja? Ah, anspringen geht nicht. Vielleicht muss ich zu die eine Frau hoch. Nee. Nee, ist auch eine andere. Kann man die überhaupt was mitnehmen? Nee. Hä? Hä? Was war das? Denkt er sich jetzt so. Was passiert, wenn ich rausgehe? Ah, so ist das.
gucken mal, wenn wir zu einem anderen Ort ist. Ja. Weil ich werde die Dinger jetzt nicht alle durchmachen. Also man kann es also auf jeden Fall abkürzen. Glücklich der Vassal, der an deiner Seite. Gucken, ob das jetzt der letzte ist oder ob da noch welche kommen. Schon wieder am Anfang. How may I serve you? Wie kann ich euch dienen? Ich muss doch noch da wegkommen. Irgendwas muss man noch hier erledigen. Aber wenigstens ist jetzt der Boden alles wieder normal geworden. Greif eine Wache an, ich bin nur gespannt, was passiert. Gar nichts. Mal sehen, ob das ausreicht zum Herzog hier. Man kann die Götterbankklinge hier auch noch nutzen. Ja. Guck mal, was passiert, wenn ich ohne die gebe. Ah, passiert nichts. Wie es aussieht, muss man die Klinge verwenden. Warum ist sie jetzt kleiner geworden? Nun, jetzt ist Yuna. Auftrag gemeistert, so war das gewesen. Tatsache, der Fassal übernimmt. Zack. In der Fassade wird zu den neuen. Master! Na klar. Thank you.
Ihr seid es, nicht wahr? Sorry. Natürlich seid ihr es. Es ist, es scheint verändert. Aber ich nehme an, es ist nicht so, dass anderes ist. Alles anders, ihr habt es verändert. Ja, schon. Das Rad der Ewigkeit. Beende das Spiel ein zweites Mal. Daten des abgeschlossenen Spiels wurden gesichert. Sie können diese nutzen, um ein neues Spiel zu beginnen. Die beim Durchspielen erhaltenen Gegenstände werden in das neue Spiel übernommen und sind dann im Lager verfügbar. Ja, das war das Ende des Hauptspiels. Ja, und in der nächsten Reihe geht's dann in dem Add-on. Ja, bei den nächsten Videos. Ja, und bis zum nächsten Mal bei dem Darker Riesen Add-on. Also, da wo, ja, bis später.